Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. Ja, wir sind wieder im Classic. Wurde ja auch mal Zeit, denn jetzt können wir wieder Challenges machen. Die Beans Challenge werde ich mir immer noch eine Weile aufheben. Aber wir haben hier aufgehört bei The Guardian. Das haben wir, ist die letzte Challenge, die wir hier noch nicht ausprobiert haben. Dann wollen wir mal den Guardian schauen. Okay, wir können nicht schießen. Sind wir Maggie oder was? Wieso haben wir Haare? Ja, ich glaube, wir sind Maggie. Wir haben hier ein Scapegoat, Isaac Hart und ein Schwert oder sowas. Und wir müssen das Ding da wohl beschützen, wie ich mal schätze. Das Gute ist... Ja, der darf keinen Schaden nehmen. Gute ist, ich kann Schaden mit dem Ding machen. Das Schlechte ist halt, dass die Gegner sich auf den stürzen werden. Ah, ich kann mich ja in die Gegner stürzen, das habe ich ganz vergessen. Ich nehme ja keinen Schaden. Das müssen wir dran denken. Shit! Dann nehmen sie keinen Schaden. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe schon eine Bombe. So. Kann ich die Dinger jetzt ausnutzen hier? Den Sacrifice Room? Nee, ich kann ihn gar nicht benutzen. Also dann, ich schätze mal, der Secret Room könnte sich hier befinden. Ich habe das richtig vermisst hier gerade. Ach, mit so viel Geld sollten wir aber den Shop aufsuchen. Einen Schlüssel haben wir ja auch schon. Und wir müssen bis zu Mom's Heart, das ist ja noch ganz vertretbar. Eine Spider-Mod, die wird uns wohl hier nicht so viel nützen, aber das Seelenherz. Ein Schlüssel und noch eine Bombe, dass wir mal alle Pickups haben. So, dann wird es mal Zeit, den Boss zu erledigen. Mit unserer Lanze. Hey, meine, da gibt es wenigstens einen Cube of Meat halt, aber den gibt es ja nur für uns. Oh, cool, wir haben vier. Was macht denn vier? Wir haben Holy Grail und wir haben dieses Schwert. Ist das Schwert dasjenige, das vier macht? Shit. Ah ja. Gegner, die schießen, sind nicht so gut geeignet. Skaliert diese Lanze mit Damage? Oder das Schwert? Wird das mit Damage skaliert? Und übrigens, wir sind Isaac. Wir haben wohl irgendwie nur ein Theme Change bekommen, dass wir wie ein Engel aussehen. Und dann geh weg, geh weg, geh weg! Oh, das war so klar. Da muss ich besser drauf achten. Nein! Du Vollidiot! So, ich würde gerne noch ein paar Münzen finden, damit wir wieder den Shop aufsuchen können. Ja. Das könnte noch ein Krampf werden hier. Ich glaube, das Beste ist, wenn wir uns dann doch vor unseren Begleiter stellen und den Schaden für ihn abfangen. Wir sind halt ein Guardian. Okay. Ich habe schon verstanden, wie diese Challenge funktioniert. Da ist jedenfalls der Shop und ich brauche jede Menge Münzen. Und wenn wir Secret Room, jawohl. Was macht der da? Rein in den Shop. Irgendwas, was wir nicht kennen, aber ich schaue mir mal die Karte an. Das ist gut. Pille? Auf Fuller ist das auch gut. Nehme ich erstmal die Tour of Hearts mit. Gut. Und Dip, bleib hier weg. Ich werde die Tour of Hearts gleich einsetzen können. Dann hole ich mir gleich mal die Full Health Pille. Meine Güte, das hier ist kompliziert. Der bewegt sich ziemlich erratisch und das nervt. Gut, schauen wir weiter. Da war noch ein Raum. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich alle Räume klären will. Bleib da nicht so dumm stehen, obwohl das ist besser, als wenn du herumläufst.
Nicht heißen, unser Körper kann keinen Schaden nehmen. Wir können an die Gegner reinlaufen, wie wir wollen. Ich jetzt nicht, wie der Super-Zipogum sein könnte. Viele Herzcontainer könnten mir das A und O sein. Ja, jetzt kriegen wir auch noch den Horn zugewiesen. Wo ist der erste Geist? So. Gut. So weit, so gut. Natürlich gibt es keinen Devil Deal. Wir hier noch kaputt machen. Mit unserem schönen Schwert. Das Feuer auspusten. Das sind ausgerechnet die Katakomben. Ah ja, klar. Ach so, ja. Nicht vergessen. Schießende Gegner sind gerade ziemlich übel. Du bist Bad Gas. So. Wir müssen wirklich ein Guardian hier sein. Ohne Münzen bringt der Shop nicht viel. Guck, Glück macht dieses Schwert einen Mordsschaden. Einfach nur an die Gegner halten und sie sterben wie die Fliegen. Wenn es gerade gar keine Fliegen sind. Okay, doch so langsam habe ich das hier raus. Also kriege ich so viele Tütchen. Nice. Viele Seelenherzen. Gut, dass du da vorne stehen geblieben bist, mein Lieber. Oh, nicht. Ha, wir haben es geschafft. Wir konnten die Gefahr abwenden. Bleib mir weg. Nein, jetzt habt ihr ihm wehgetan. Also ich muss sagen, die Challenge ist schon verdammt interessant. Muss man völlig anders spielen, als man es kennt. Ja, da hier der Boss ist, probiere ich mal die Empress-Karte aus. Birdie Junior. Ich habe keine Chance, wenn du das machst. Hört sich irgendwie komisch an, wenn das nicht mehr Flowies Lachen ist. Egal, wir sind zurück, Satan. Ich würde mal sagen, Gimpy ist eine ziemlich gute Idee. So. Dann schauen wir mal, ob wir nicht noch ein bisschen was finden können. Nee, hier kann der Sekundum nicht sein. Ich hätte zuerst die Seite gehen sollen. Haben wir so einen hohen Lachstet? Wir haben tatsächlich zwei Glück... Glück, klar. Schon zwei Glücks... Stats. Striche. Kann ich mir reden. So, ich habe noch keine Ahnung, wo der Sekundum sein könnte. Ja, machen wir erstmal die Truhe hier auf. Der Lachstet muss wirklich ziemlich hoch sein. Sehr, sehr gut. Nee. Ich schütze dich. Ja, also, da kann der Figur eigentlich nur vor oder überm oder unterm Shop sein. Inzwischen habe ich auch genug Schlüssel, um den Shop mal zu besuchen. Dann gehen wir mal Richtung Shop. So, hier gibt es noch ein Seelenherz. So, wir kaufen uns noch eine Bombe. Währenddessen werden wir gleich mit den Shopkeeper die Luft hier angucken, ob hier oben. Jawohl. Oh, wir haben genug, um mit dem zu spielen. Gib mir eine Truhe, du Lieber. Na los. Geh da weg, falls da Bomben drin sind. Ja, sehr gut. Und noch mehr Münzen, da können wir ja noch mehr im Shop kaufen. Geh weg! Geh weg! Sag, geh weg! Du gehabt! Oh, er hat uns jetzt sogar sein Item rausgerückt. Gucken wir mal. Nice, wir sind irgendwo Fan.
Gut, damit hätten wir jetzt schon mal voller Energie. Und können weiter aufbrechen. In die nächste Ebene. Ich glaube, das sind die Caves, oder? Ja, die Musik, die Caves. Tja, jetzt gibt's hier keine Winter. Gibt's hier keinen Winter mehr? Tja, ich habe kein aktives Item, also bringen mir die Akkus nicht viel. Hihi. Also klar, nein, wieso läufst du über die Stacheln? Achso, die Stacheln tun dir nichts. Aber da war ein Gegner. Ausgerechnet. Ich hab doch gewusst, dass Gimpy was bringt. Viel Schaden fügt er sich nicht zu, indem er einfach nur dumm in der Gegend rumläuft. Das habe ich beim Hützen versagt. Na, als ob das irgendwas bringt. Ich kann ja nicht mal schießen. Ich bin mal gespannt, was ihr freischaltet mit der Challenge, falls ich es schaffe. Ich muss sagen, bis jetzt finde ich sie eine von denen, die wirkt nicht ganz so heftig, sage ich jetzt. Nein, wieso hast du den jetzt getroffen? Das ist eine Arcade. Oh, okay, das können wir also nicht machen. Ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Werfen wir die Münzen hier rein. Und der gibt uns nur dummen Rat. Was? Ich sehe fett aus? Nur weil ich heute 2,5 Kekse gegessen habe? Es wird ja auch mal Zeit. Oh nein, du Depp! Sehr schön. Dann können wir das hier noch weiter benutzen. Nur weil ich ein Spiel spiele, an dem ich Spaß habe, ja. Ja, vermisse ich es, dass der Charakter sich verändert und jetzt verändert sich der Charakter gar nicht, weil wir eigentlich keine Items finden. Irgendwie auch dämlich. So, hier liegen so ein paar rote Herzen rum, falls uns Sachen passieren. Wie, dass du Depp wieder in einen Gegner läufst. Was, wieso hat denn das jetzt getroffen? Muss doch mein Scapegoat getroffen werden. Ja, wo läufst du hin? Sind da oben noch Gegner? Wie soll ich dich so beschützen? Sag ich doch. Der ist irgendwie... aus der Truhe erschienen. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes ein Guardian von einem vollkommenen Vollidioten. Ich wundere, dass meine Katzen mich heute noch gar nicht gestört haben. Und dieses coole Schwert. So, Shop. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns das Flyjar, allerdings nur, wenn wir hier noch genug Münzen rausbekommen. Jetzt habe ich den Schlüssel gekauft. Da unten ist noch ein Raum. Ich suche mal den Secret-Room, vielleicht finde ich ja da drin Münzen. Und in dem Raum hier links können ja auch noch welche sein. Nee, perfekt. Damit haben wir schon mal drei. Wie, knapp. Ich glaube, ich weiß, wo sich der Secret-Room befindet. Nein, hier kann er sich nicht befinden, verdammt. Hier kann er sich befinden. Gucken wir noch hier. Jawohl. Ja, das geht. Bingo. Verdammt. Ja, vielleicht sind in dem da Münzen. Aber nur zwei Stück. Kann ich noch irgendwas in die Luft jagen? Ich glaube, die Fortune Telling Machine. Reicht das jetzt? Ja, das reicht. Tower und Empress. Ich bleibe bei Full Health. Jetzt kann ich mir das Flyjar kaufen.
Das wird uns nämlich verdammt helfen, die Räume zu kleben. Wir stehen ja noch so viele Challenges aus. Wir haben die schwersten noch nicht geschafft. Oh, ich fürchte die Beans Challenge. So. Müssen wir natürlich auf Fliegen warten. So, schnell weg mit dem da. Hörst du mal auf, in Leute herumzulaufen? So, es gibt einen Devil Deal. Auf Babylon bringt uns nichts, sonst ist der Maggie ja auch nicht wirklich, weil wir nicht schießen. Die denkt der jetzt gleich mal. Nee, das tue ich mir nicht an. Hm. Ach schön, ein Herzcontainer. Ein Hard-Up. Nicht mehr gehört diese Musik. Da gehen wir natürlich hinein. Fliegen. Beim Flightschaden zwischen auch 13 Fliegen in sich. Sobald es 20 sind, werde ich sie aktivieren. Verdammt, der wurde trotzdem getroffen. So. Fliegen. Brauchen wir nicht. Ha. Starfly ist ziemlich cool. Wir könnten wieder den Shop aufsuchen. Zurzeit hat sich mein Skill echt verbessert. So, was Reaktionsspiele antrifft, bin ich teilweise wirklich sehr viel besser. Und das Tolle ist, hier kann man jetzt ziemlich reckless sein, weil man den da beschützen muss. Oh oh. Komisch sein, wenn ich nicht mehr die Gegner retten kann. Mann, ich hoffe, ich schaffe diese Challenge. Hi, lass den in Ruhe. Projektile sind das Schlimmste. Oh, schaut das mal an, was es hier alles gibt. Also eigentlich müsste ich den Steam Sale kaufen. Den ich mir nicht leisten kann. Dann stirb. Oh nein, wieso standest du in der Nähe der Pumpe? Das Revolt, glaube ich, soweit ich weiß, Sachen im Raum. Oder Sachen, die hier rumliegen. Also jedenfalls hat nichts Revolt, was im Raum liegt. Und mein Bild ist auch noch derselbe. Dann ist wahrscheinlich Protest-Items Revolt. Ach, das finde ich doch aus, indem ich jetzt in den Shop gehe, oder? Oder tut das nur die, die auf Protesten auch sind? Ja, mit den Münzen. So, jetzt kann ich mir auch den Steam Sale kaufen. Gehen wir mal kurz zurück in den Shop. Top, ich will in den Shop. Steam Sale. Ich schau mal, ob ich noch ein paar Münzen finde. Mal kurz die Karte öffnen. Ja, ich kann nur geradeaus weiter. Oh, schön. Natürlich ist es ein Counterfeit-Penny. Aber mit all dem schönen Punkt würde ich gerne beim Petrified-Punkt bleiben. Wo könnten der Sigurum sein? Wo? Hier? Nö. Shit, ich habe nicht so viele Bomben. Ich muss besser aufpassen. Ach, über dem doppelt verschlossenen Raum bestimmt. Die sind ja häufig bei solchen Räumen. Go. Ach, ich habe eben schon gedacht, dass gar nichts passiert. Aber wir können nichts gebrauchen. Dann bleiben wir halt bei der versteinerten Kacke. Also da wir bis zu Mom's Heart gehen müssen, denke ich, ich versuche das alles in einer Folge aufzunehmen. Natürlich tust du jetzt meinen
Ich kann nicht sehen. Weil du Kryptos in der Kryptenzer gespielt hast, Pascal, wer auch immer. Ich glaube, du bist auch einer meiner Zuschauer. Kryptos in der Kryptenzer habe ich mir auch gekauft. Ich will ja so viel aufnehmen. Aber ich habe nicht so viel Zeit. Genau 20 Uhr gerade. Nein, nicht genau 20 Uhr. Ich versuche jetzt mal relativ fix zum Boss zu gehen. Das war so klar. So. Hi, ich habe erst den zu schützen. Scheiße. Oje, 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 ich bleib lieber in deiner Nähe. Ich kann nichts tun, wenn die Explosionen schießen. Die kann ich nicht abfangen. Pin, 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 verschwinde. Ich will keine Explosion. Nein. Und lag ab. Nun, wir mal unsere Münzen dem da geben. Sehr gut. Hoch, das ist ja Ding. Ah, super. Er könnte allerdings auch von der Fliege getroffen worden sein, nicht von Dingel. Das ist schon verdächtig, dass der Gestöhnter nach dem Dingel ihn getroffen hat. Mit den ganzen Münzen, die wir hier finden, können wir auch nochmal den Shop aufsuchen. Fein. Das muss ja jetzt sein. Hey! Der war ja noch gar nicht tot. Oder scheiße, aber auch. Und ich habe keine Bomben mehr. Also kann ich nicht bei den Secret-Room suchen. Oh Gott, wie kriege ich denn Mom damit hin? Also Mom haben wir schon mal gefunden. Ach cool, ich kann die jetzt wieder einfach kaputt machen, aber die droppen eh nix. Blutkacke droppt nie was. Ich würde jetzt gerne den Shop sehen. Wie wär's, wenn mein Schwert mal vor mich kommt? Dann kann der Shop ja nur noch in dieser Gegend sein. Gott, ich find's ganz schön warm gerade. Nee, lauf da nicht hin! Wir werden wieder zum Beschützer. Kein Shop. Da ist der Shop. Oh, ich hätte ja längst die Fliegen aktivieren können. Was passiert? Ich kann keinen Akku damit kaufen. Das ist wieder nur Bad Gas. Der Impfus. Ich brauche nichts aus dem Shop gerade. Nee, den kann ich nicht benutzen. So, lauf da weg, lauf da weg! Mäh. Ich muss abwarten, bevor ich irgendwas in die Luft jage. Mein Begleiter darf da nicht stehen. So gut, wir haben Mom gefunden, dann machen wir sie mal fix. Und was hast du eben Schaden genommen? So. Weg mit den Gegnern, so schnell es geht. Jeder Gegner, der hier Schaden macht, ist einmal zu viel. Sag doch, Mom wird ein Krampf. Kann ich überhaupt nichts dagegen tun, gegen den Stampfer. Gut, dass wir hier Full Health haben. Wir nehmen natürlich das, was uns schützt. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir den Rest der Challenge auch noch schaffen. Wir haben die Full Health Pille benutzen müssen. Nur wegen Mom. Ich habe ja ganz vergessen, wie es in der Bombe aussieht. Cool, wir haben einen erfolgreich geschützt. Wieso gehst du in diese verdammten Bomben? So wird das nichts. Also shit, hier ist es schwer. Ab hier wird es ganz schön übel.
Na gut, ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.